Ja, was erwarte ich von diesem Projekt? Die Frage wäre damit zu beantworten, was erwartet das Projekt von mir? Das Projekt von mir erwartet eine gewisse Kooperation, eine gewisse Offenheit, eine gewisse Flexibilität, weil es ja einfach bedeutet, kann ich denn in der heutigen Zeit nur mit Facebook überleben? Was ich an diesem Projekt zu schätzen weiß, ist natürlich eine gewisse Basis an Vertrautheit. Hier geht es um menschliche Werte, hier geht es darum, jemanden total Fremden neu kennenzulernen und ihn in seine Wohnung zu lassen, ihn übernachten zu lassen, ihm natürlich auch ein Stückchen weit Vertrauen mit reinzubringen. Und ich glaube, genau diese Komponente soll das Ausgleich dessen dienen, was wir im Internet immer mehr vermissen. Solche Projekte beweisen, dass wir fähig sind, auch durch das Internet wildfremde Menschen auch als Mensch, als Komponente zu sehen und damit eine Vertrautheit und eine Menschlichkeit mit reinzubekommen. Das erste Mal im Internet war das zu AOL-Zeiten. Das dürfte so 1999 rum gewesen sein. Weiß ich noch ganz genau, wo die Stunde dann 6 D-Mark gekostet hat. Also definitiv eben vor der Euro-Umstellung. Und es war damals schon spannend, auch wenn es nur per Modem und 28 Kilobyte Leitung ging. Einer der schönsten Augenblicke war für mich damals, als die Polaroid-Filme erfunden wurden. Das heißt, man hatte dann endlich keine Chemikalien mehr, mit denen man entwickeln musste, sondern hat dann schon die Ergebnisse in erster Hand dort. Es hat sich dann fortgezogen im Prinzip bis zur Erfindung der digitalen Fotografie. Auch da war 2002, wenn ich es richtig weiß, meine erste Kamera für ein Schweinegeld mit 3 Millionen Pixel Auflösung. So dieses Highlight. Und auch noch heute, wir fotografieren hier mit Profigeräten wie eine D3S, tut sie natürlich sehr, sehr viel, weil natürlich auch die Ansprüche den Kunden gegenüber, denen wir gerecht werden müssen, auch natürlich ständig steigen und wachsen. Gefahr liegt mehr darin, dass man sich nicht wirklich bewusst ist, was mit diesen Bildchen passiert. Man gibt ja wirklich Kontrollen ab von seinen Bildern, die mehr vielleicht ins Private reingehen, als einem lieb ist. Und da denke ich, spielt das Urheberrecht jetzt nicht wirklich die größte Wirkung. Davon geht aber immerhin die größte Gefahr in Zukunft aus. Ja, wo sehe ich mich in ein paar Jahren? Wir haben mit Pixlocation jetzt seit 2 Jahren einen ganz, ganz tollen Erfolg hinbekommen. Wir wollen den Erfolg natürlich auch halten. Wir haben viele spannende Projekte von der Formel 1 über Alexandra Stan und so weiter. Wir haben aber immer noch das Ziel, den Privatkunden letztendlich auch als Kunden zu behalten. Und ich denke, wir werden mit der Zeit gehen, wir werden im Team wachsen. Ich bin super unheimlich stolz auf mein ganzes Team. Wir werden weiterhin viele spannende Projekte haben, wir werden uns mit Sicherheit vergrößern. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass wir die Liebe zur Fotografie beibehalten, weil das wird die Grundlage zu dem sein, für was wir stehen, nämlich für die Qualität.